Die Winterzeit fängt an und die Frage, die sich jedes Jahr stellt, wie kommt die ganze Familie ohne Infekt durch den Winter? Hallo, mein Name ist Andreas Jopp. Ich bin Medizinjournalist und arbeite seit 25 Jahren im Bereich Ernährung, unter anderem 10 Jahre in dem Bereich Immunologie und Immunsystem. Ja, was ist nun dran an Vitaminen und das Immunsystem boosten? Können wir es im Winter boosten und wenn ja, wie stark, mit wie viel? Und das sind Fragen, die ich vom Verbraucher ganz häufig bekomme. Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente tragen ganz erheblich zum Immunsystem bei. Fangen wir vielleicht mit Zink an. Zink ist fürs Immunsystem ausgesprochen wichtig. Aber noch interessanter ist eine rein mechanische Funktion von Zinkionen. Und deswegen zeigen Studien mit sogenannten Zink-Lutschtabletten, dass sich die Erkältungszeit halbiert, beziehungsweise eine gewisse Prophylaxe da herrscht. Was passiert da genau mit dem Zink? Das Zink setzt sich genau zwischen Viren und Schleimhäute, ganz mechanisch, und die Viren können nicht an den Schleimhäuten andocken. Das hat zum einen den Vorteil, zeigen die Studien, wenn man schon eine Erkältung hat, dass die Viren sich nicht weiter auf den Schleimhäuten vermehren können. Zum anderen ist es natürlich so, wenn man in einem Verkehrsmittel unterwegs ist und man lutscht Zinktabletten und hat sozusagen die Schleimhäute mit Zinkionen besetzt, dass Viren gar nicht erst andocken können. Ich mache das seit einem Jahrzehnt, dass ich bei Flügen immer Zinktabletten lutsche und habe nie eine Erkältung gehabt. Ja, das ist die Studienlage zu Zink. Es gibt natürlich andere Stoffe, die interessant sind. Vitamin C ist in aller Munde. Auch hier zeigt eine Meta-Analyse von 5 Studien mit Sportlern hier, dass sich die Infektionshäufigkeit halbiert. Oder wir wissen es längst von kanadischen Soldaten, dass die Erkältungshäufigkeit, wenn die eine Gruppe Vitamin C bekommt, um 68% heruntergeht. Das betrifft die Rhinoviren. Hier sehen wir eine typische Immunzelle, eine Fresszelle. Das ist die erste Instanz in ihrer Immunabwehr und diese Fresszelle frisst gerade ein Virus, Bakterium oder eine Krebszelle weg. Und natürlich ist das auch die erste Instanz zum Beispiel bei dem H5N1-Virus, dem berühmten Grippevirus, der so viele Leben gekostet hat. Auch hier die erste unspezifische Abwehr, bevor der Körper sein eigenes Immunsystem anwirft, ist diese Viren wegzufressen. Nun, das Immunsystem funktioniert mikronährstoffabhängig und wir sehen hier die ganz typischen Immunzellen T4, Fresszellen, Killerzellen, Antikörperantwort. Die haben alle sehr plakative Namen, weil sie unterschiedliche Funktionen in diesem Immunkampf haben. Und darunter sehen Sie die Vitamine, welche Vitamine genau diese Zellkompartimente anregen und auch das Vitaminmangel sozusagen das gesamte Immunsystem herunterfährt. Und das sind hier in diesem kleinen Diagramm, was aus meinem Buch Risikofaktor Vitaminmangel kommt, 96 Studien, die diesem Diagramm zugrunde liegen. Es wird immer wieder nachgewiesen, Mikronährstoffe, vor allem die Vitamine und einige Mineralien, regen das Immunsystem an und man kann es in den Immunzellen deutlich messen, wie die Funktion hochgeht. Ja, was das dritte wirklich interessante ist die Immunfunktion und Vitamin D. Sie sollten Ihren Vitamin D-Wert zwischen 40 und 80 idealerweise haben. Es lohnt also, das beim Arzt messen zu lassen. Nur machen einige, supplementieren das Vitamin D leider falsch. Das Interessante bei Vitamin D ist, dass es immunstimulierend wirkt bis zu einer gewissen Höhe der Zufuhr, aber immunsuppressiv, wenn Sie zu viel davon nehmen. Und viele Ärzte donnern dann mal 10.000 Einheiten die Woche auf einen Schlag aufs Immunsystem rein. Und der Effekt ist Immunsuppression. So wird die Vitamin D seit Jahren eingesetzt, um überaktive Immunsysteme herunterzufahren bei Autoimmunerkrankungen, bei MS,
Nämlich immer da kann man das Immunsystem sozusagen herunterfahren. Geringere Mengen Vitamin D sind dagegen immunstimulierend. Und hier heißt es also, die richtige Dosierung zu finden. Und genau das zeigt uns auch die Forschung. Wenn man sich Vitamin-D-Studien anguckt, hier sind 5 Studien mit Kindern. Das Risiko für Atemwegsinfekte, und hier ging es nicht etwa nur um Schnupfen, sondern auch vor allem um Grippeviren, geht um 43% bei der Vitamin-D-Gruppe herunter gegenüber dem Placebo. Und gerade Kinder sind ja diejenigen, die Infekte gerne aus dem Kindergarten einschleppen in die Familie. Und insofern ist es gut, diese Kinder auch gesund zu halten. Aber das funktioniert auch bei Erwachsenen. Hier eine Meta-Analyse von 11 Studien mit 5.600 Patienten. Und es zeigt sich, Atemwegsinfektionen gehen um 49% runter. Nicht aber bei hohen Dosen von Vitamin D, weil hohe Dosen von Vitamin D immunsuppressiv und nicht immunstimulierend wirken. Man sollte also bis 2.000, 3.000 Einheiten Vitamin D kann man dosieren. Darüber würde ich effektiv nicht gehen, nämlich genau das zeigen die Studien. Und auch hier 25 Studien, Meta-Analyse mit über 11.000 Patienten. Das ist die neueste Meta-Analyse zu Vitamin D aus dem Jahr 2017. Zeigt gegenüber Placebo, die Atemwegsinfektionen gehen runter, aber hohe monatliche Dosierungen funktionieren dagegen nicht. Ja, insofern Vitamin D sehr wichtig. Insgesamt kann man sagen, alle Nährstoffe arbeiten zusammen. Deswegen ja, Vitamin C, Vitamin D, Zink lohnen im Winter. Aber auch die B-Vitamine sollte man durch die Bank ergänzen, weil das Obst im Winter auch vitaminärmer ist durch Lagerung oder Transport. Und hier geht es darum, ein Vitaminpräparat zu finden, das wirklich alle Bereiche abdeckt. Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Ja, und man kann natürlich wesentlich mehr machen. Es gibt bestimmte Pflanzennährstoffe, die enorm immunstimulierend sind. Zum Beispiel Champignons. Ganz einfach geht die Immunantwort, die Antikörperantwort um 54% hoch mit Champignons. Das ist die Antikörperantwort, die auch vor allem in den Schleimhäuten stattfindet. Und Pilze sind ausgesprochen immunstimulierend und deswegen gibt es in vielen Immunformulas, die zusätzlich gegeben werden können, sind sogenannte Mykonährstoffe drin aus Pilzen, weil Pilze ein eigenes Königreich sind, sind weder Pflanzen noch Tiere, sondern die sind dazwischen und die sind sozusagen über die Millionen Jahre in unseren Körper hineingewachsen und es gibt Andockstellen an den Zellen für bestimmte Auszüge aus Pilzen. Das sind die sogenannten On-Off Andockstellen von Pflanzenzellen am Körper. Und in meinem neuen Buch, was demnächst herauskommt, und Sie können es auch schon vorbestellen, On-Off-Gesundheit, geht es genau auch um diese Andockstellen und wie man das Immunsystem zusätzlich stimulieren kann. Nun, ich hoffe, diese kleine Information ist für Sie hilfreich. Ja, man kann das Immunsystem boosten mit Mikronährstoffen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie gut durch den Winter kommen. Herzlicher Gruß, Andreas Jopp.